Stell dir bitte Folgendes vor. Es ist Freitagmittag und du hast dich mit einem Kollegen zum Mittagessen verabredet. Business Lunch sozusagen. Ihr arbeitet bei einem großen Konzern, 20 Stockwerke, großes Gebäude, 1500 Mitarbeiter an eurem Standort. Und nach kurzer Sammlungsphase geht ihr zum Aufzug, drückt auf die Taste, steigt ein und plötzlich steht er da. Der Vorstand vom Unternehmen aus dem Bereich, den du richtig interessant findest. Und dir kommt sofort, wenn du das Gesicht erkennst, die Projektidee, die du hattest, das Projekt, was du unbedingt durchführen wolltest, den Vorschlag, den du gerne mal im Vorstand präsentieren würdest. Die Frage ist, traust du dich, die 60 Sekunden zu nutzen? Und wenn ja, wie überzeugst du dein Gegenüber von deiner Idee? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von InUpOut, dem Format, bei dem sich alles um Unternehmensberatung dreht. Mein Name ist Moritz Neuhaus und ich bin selber seit über 3 Jahren Unternehmensberater. In der heutigen Folge reden wir über das Thema Elevator Pitch. Ich will dir in der Folge zeigen, in was für Situationen der Elevator Pitch anwendbar ist, welche zwei Möglichkeiten ich dir mitgebe, um deinen Elevator Pitch zu erarbeiten, also Leitfragen, die es dir sofort ermöglichen, diesen Pitch das erste Mal aufzusetzen für dich. Du kriegst 3 Praxistipps von mir, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Und ich erzähle dir noch, wie du auch an meinen eigenen Elevator Pitch als Beispiel davon kommst. Vielleicht interessiert er dich auch. Habe ich mir über Jahre sehr viel Mühe gegeben. Also, warum braucht man einen Elevator Pitch? Was kannst du damit tun? Oft sind Chancen vergleichbar mit Zügen. Ob das manchmal ein ICE-Zug ist, der einfach an dir vorbeirauscht, du musst sehr schnell reagieren, oder ob es der Regionalzug ist. Züge kommen, Züge gehen und ob du drin sitzt, ob du die Chance ergreifst, entscheidest du jedes Mal selber in dem Sinne. Heißt, konkrete Chancen, die ich damit meine, die ich damit ausdrücken möchte, können sich zum einen auf das Beispiel beziehen, was ich eingangs erwähnt hatte, dass du einen Vorgesetzten von einer Projektidee überzeugst, kann aber auch damit zu tun haben, dass du wie ich wirklich im Akquisebereich Projektakquise angehst, wenn ich so eine Person, es muss nicht immer im Aufzug, sondern vielleicht auch an irgendeiner anderen Stelle in meinem Leben treffe, dann habe ich nur diesen kurzen Moment, diese 60 Sekunden, um wirklich Interesse zu wecken und demjenigen das Gefühl zu geben, mit dem Herrn Neuhaus muss ich mich auf jeden Fall mal länger zusammensetzen. Weitere Beispiele sind natürlich auch das Thema Bewerbungsgespräch. Ein guter Elevator Pitch wird dafür sorgen, dass dir da alle Türen geöffnet werden für den Job, von dem du vielleicht träumst. Und genauso auch im Freundeskreis ist es so, dass die ersten 45 bis 60 Sekunden der entscheidende Zeitraum sind, ob dir der ganze Raum zuhört oder alle sich denken, lass den mal reden. Deswegen, nichts wie los zur Möglichkeit Nummer 1 ist auf 3 Blöcke beschränkt, 3 große Leitfragen, die ich dir mitgeben möchte. Nummer 1 ist ganz klar der Inhalt. Worin besteht meine Dienstleistung, mein Angebot? Werd dir darüber erstmal bewusst und mach auch klar in diesem ersten Punkt, was ist daran besonders? Leitfrage Nummer 2 geht in die Richtung, dass du klar machst, wo liegt der Kundennutzen? Welches Problem löst du? Also ganz klar zu machen, dass du diese Fragen beantwortest, weil die stellt sich dein Gegenüber nämlich. Und der dritte große Punkt ist das Thema Schlagworte. Wenn ich mit einem Logistikvorstand zum Beispiel zu tun habe in der Situation, dann ist es wichtig, dass ich mir vorher bewusst mache, mein Pitch muss für den passen und der muss Begriffe darin wiederfinden in diesen 60 Sekunden, an denen er anhaken kann. Ich muss also anpassen, ist es ein internationales Unternehmen? Kann ich von 3D-Printing reden oder macht es mehr Sinn, ganz klassisch von 3D-Druckverfahren zu sprechen? Also da deine Wortwahl und deine Schlagworte anzupassen, je nachdem, wer das Ganze kriegt. Und da ganz klar 3 Schritte, wie du das nochmal verbessern kannst. Übe das Ganze, konzipiere es erstmal für dich, übe es auch mal alleine auszusprechen, teste es dann in Gesellschaft, zweiter Punkt. Und drittens, lerne davon, optimiere das Ganze kontinuierlich und lass dir das Feedback wirklich zu Herzen gehen und sagen, okay, wenn es meinen Freund schon nicht überzeugt, dann wird es auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht beim Vorstand haken.
Große Möglichkeit Nummer zwei, um zu deinem Elevator Pitch zu kommen, ist der Golden Circle Ansatz von Simon Sinek. Simon Sinek hat da mal einen TED Talk drüber gehalten, sehr empfehlenswert, werde ich dir auch in der Beschreibung verlinken. Es dreht sich um drei wesentliche Punkte. Erstens, warum? Zweitens, wie? Und drittens, was? Gute Unternehmen, gutes Marketing gehen immer so vor, dass sie das Interesse in dem Sinne aufbauen, dass sie sagen, was ist mein Antrieb? Was ist mein Zweck? Was machen wir? Warum mache ich was? Was ist mein übergeordnetes Ziel? Dann sagen sie eher sowas wie das Wie. Wie erreiche ich dieses Ziel? Wie erreiche ich das, was ich davor gesagt habe? Und was ist besonders daran? Also wir reden auch wieder darüber, was ist mein USP im Markt? Mein Unique Selling Point. Unique Selling Proposition heißt es. Und drittens letztendlich erst der Punkt, den viele fehlerhafterweise ganz am Anfang nennen. Was tun sie überhaupt? Was stellen sie her? Was ist ihr Produkt? Was ist ihre Dienstleistung? Wenn du von warum über wie zu was arbeitest, wirst du mehr Interesse schüren und damit auch eher überzeugen bzw. Interesse wecken. Ich möchte das Ganze mal am Beispiel von Apple klar machen. Ich habe mir da mal rausgeschrieben, so hat Simon Sinek auch gemacht, wie dieser Pitch aufgebaut ist. Zuallererst würde Apple sowas sagen wie, alles was wir tun, stellt das Bestehende in Frage. Erstmal was, wo man sagt, okay, wie geht's jetzt weiter? Und genau das ist auch die Frage, die du bei jedem auslösen willst. Erstmal was, was eher vielleicht provoziert oder auch Interesse schürt. Nächster Punkt zum Wie. Wie erreichen Sie das? Das tun wir, indem unser Design der Standard der Branche wird und die Bedienbarkeit von jung bis alt gewährleistet ist. Und ganz am Ende sagen sie dann sowas wie, wir stellen Computer, Telefone und Smartwatches der Zukunft her. Willst du was kaufen? Das am Beispiel Apple gibt dir auf jeden Fall einen guten Ansatz, um mal für dich die Fragen zu beantworten und auch an dem Beispiel dich entlang zu hangeln. Kommen wir zu den drei Praxistipps, die ich dir versprochen habe. Tipp Nummer 1, hast du eben gerade schon gemerkt, ich empfehle dir, egal welche der beiden Möglichkeiten du wählst, erzeuge Aufmerksamkeit. Schon im Einstieg. Achte darauf, dass du entweder mit einer Frage, mit einer These, mit einer Behauptung oder einem interessanten Fakt reingehst. Weil dann sagt dein Gegenüber, okay, das ist was, das habe ich so noch nicht gehört oder das liest man nicht überall. Also höre ich da lieber mal kurz zu, was er mir zu sagen hat. Die Aufmerksamkeit muss erstmal für wenige Sekunden sehr, sehr hoch sein, damit die restlichen Worte überhaupt ankommen können. Praxistipp Nummer 2. Agiere sprachlich flexibel. Achte darauf, dass du deine Wortwahl, die Inhalte, die Schlagworte, da hatte ich es schon gesagt, auf dein Gegenüber anpasst. Redest du mit einem Vorstand oder redest du vielleicht mit einem Abteilungsleiter in einem ganz anderen Bereich und versuche immer wieder in den Kontext zu setzen. Nutzt er die englische Sprache? Nutzt er Buzzwords? Wie ist er selber drauf? Was hat er selber vielleicht schon mal in einem Artikel, den du von ihm gelesen hast? Dinge, die er auf LinkedIn, auf Xing von sich schreibt. Was hat er da wiedergegeben? Was nutzt er da für eine Sprache? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleiche die Wortwahl an und versuche es im Zweifel eher einfach zu halten, als mit Fachjargon um dich zu werfen. Und Tipp Nummer 3, einer der größten Fehler, die ich immer wieder sehe, ganz wichtiger Punkt generell fürs Thema zielgerichtetes Kommunizieren und Verkaufen. Verkaufe nur den nächsten Schritt. Heißt, du gehst in so ein Gespräch und was du willst, ist nicht, dass in den 60 Sekunden der Vorstand sagt, ja, Herr Neuhaus, ich mache dieses Projekt mit Ihnen. Sondern was ich will, ist, um da ranzugehen, eigentlich erstmal nur den Termin. Mein Ziel ist der Termin. Das ist der nächste logische Schritt. Und es wäre falsch, im Aufzug über dieses Projekt zu reden. Ich kann das anreißen, aber er muss erstmal so ein paar grundsätzliche Fragen zu mir verstehen und das Interesse muss da sein. Dann gibt er mir diesen Termin. So funktioniert das Ganze. Ich habe dir eingangs versprochen, dass ich dir auch meinen Elevator Pitch zum Besten gebe auf Basis des Golden Circle. Mache ich sehr gerne. Egal, wann du das Ganze hörst oder siehst, du findest das Ganze in meinem Instagram-Profil. Schau einfach in die Beschreibung rein. Folg mir gerne da für tägliche Inspirationen. Und wenn dich dieser Pitch interessiert, geh auf mein Profil und guck dir im Bereich Highlights, das sind diese runden Fenster da unten, unter Praxistipps meinen Golden Circle Pitch an. Ich freue mich sehr über dein Feedback auch zu diesem Pitch. Ich bin da jederzeit optimierungsbereit und freue mich, wenn du das Ganze
Freunden teilst, die vielleicht gerade vor einem Bewerbungsgespräch stehen, die eine geile Idee haben, die ein Business aufbauen. Ein Elevator Pitch ist wirklich was Essentielles, was jeder in seinem Leben praktizieren sollte. Und deswegen sage ich, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ganz viel Erfolg beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting. Ciao.